Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin gerade etwas verwundert. Ich dachte, also ich bin ja schon vor den Dingens hier angekommen. Habe ich irgendwie, muss ich jetzt, muss ich da nochmal hinlaufen? Oh Gott, weiß ich den Weg noch? Nein, in dieses Labyrinth. Ich glaube hier lang. Ich dachte, da war ein Stargazer. Habe ich den nicht aktiviert? Hoppla. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ah, hier unten war dieser verrückte Clown wieder. Der dürfte ja jetzt weg sein. Ja, sehr gut. Hier habe ich den Wein gefunden, den wollte noch jemand haben. Oh, habe ich mich erschrocken. Heide, mein Gott. War voll konzentriert gerade, weil ich am Überlegen war. Oh Mann. Kann der nicht hier in seiner Kiste drin bleiben, ey? Oh Mann. Ich glaube, ich habe jetzt Quatsch gemacht. Ich glaube, ich bin einmal falsch gelaufen, ey. Hier komme ich doch wieder oben raus, oder? Okay, hier geht's lang. So, jetzt. Oh Mann, ey. Ich hätte einfach hier den langen Weg entlang laufen können. Mir kam nämlich gerade, ich habe gerade drüber nachgedacht, als dieser Zombie mich erschreckt hat. Warte mal, ich musste doch einfach nur hier raus, ja. Ey, der Regen. Ich muss ein bisschen. Der Regen killt meinen Prozessor. Gehen wir einfach mal auf hoch und hoffen, dass es besser wird. Ja. Direkt besser geworden. Ah, droppt immer noch ein bisschen. Also hier rechts hinten, nach hinten bin ich beim letzten Mal gelaufen und habe dann festgestellt, da geht's wohl weiter. Und war hier oben gar nicht. Ey. Ja, okay. Ich sehe schon. Hier ist dann eine Abkürzung. Und hier werde ich wahrscheinlich, ja, von der anderen Seite dann, okay. Dann passt das. Da liegt noch was rum. No, das waren 14.000 Ergo, die da verloren gegangen sind. Shit. Ach, ärgerlich. Naja. So, diesmal weiß ich, wo ich lang muss.
Direkt hier. Die Weltausstellung in Grad. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Würd gern zügig weiterkommen. Ja, minimale Frame Drops habe ich noch in der Aufzeichnung. Aber ansonsten, also wirklich nur ganz kurz einmal. Ja, komm mal her. Machen wir das. Vorsichtiger. So, jetzt zum Hundi. So ein Mist. Naja, ich werde die 14.000 Ergo schon wieder kriegen. Ah, Hundi. Nervig. Da oben war ich und hier geht's weiter. Bin auch schon einmal außen rumgelaufen. Ja, der hat mich das letzte Mal ganz schön hops genommen, der Kollege. Was macht eigentlich meine Y? Aua! Ich erinnere mich, was meine Y macht. Nichts gegen den Gegner. Sondern... Uah! Verdammte Axt. Oh, ich hasse das, wenn die so einen Off-Timing-Schlag haben. Alle. Dieses ganze Spiel. Und jeden Gegner muss man neu... weil man nicht einschätzen kann, schlägt er jetzt wirklich? Muss ich noch eine halbe Sekunde warten? Wann schlägt er denn jetzt? Oh. Oh Mann. Ja, an alle, die Lies of P auf YouTube gucken. Es wird nur noch zweimal die Woche Lies of P geben. Weil ich mehr Bock auf Dark Souls habe tatsächlich. Tut mir ein bisschen leid für euch, aber... Ist so. Und ich habe ja jetzt auch eine Challenge so ein bisschen vor mir. Wenn ich alle Bosse in allen From-Software-Spielen schaffen will, dann muss ich auch Gas geben. Azi, hat er mir echt noch Schaden gemacht mit seinem halben Schwert. Jetzt nochmal zu dem Typen mit dem Blitzdings. Zünden wir mal das Schwert ein bisschen an.
Du Bastard! No, 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 no! Fluch! Mann! Dämlicher Blitzdings-Gegner! Ich glaube, ich renne jetzt einfach an ihm vorbei. Ich renne an allen jetzt vorbei. Ihr habt gesehen, ich könnte ihn theoretisch killen. Ich muss nur an dem vorbei. Keine Zeit, mich jetzt hier mit solchen Gegnern zu beschäftigen. Ich will zum nächsten Boss. Bock auf Bosskampf. Oh weh, da bin ich auch echt mal gespannt, was mich in Dark Souls noch so erwartet, ey. Was ging hier hinten eigentlich? Ach, ein Hundi. Okay. Ja, wartet mal, Leute. Nee, macht man nicht. Ich hab mich verlaufen, sorry. Ah, wahrscheinlich muss ich den killen, um hier weiterzukommen. Was ist das hier? Wo geht's hier weiter? Hä? Ich bin verwirrt. Warum bin ich hier? Ja, lass mich mal kurz hier hochlaufen. Was ist hier noch? Hier war ich doch oben. Oder? Nee. Hä? Nee. Okay, ich glaube, ich war nicht hier oben. Ja, wahrscheinlich geht's hier weiter. Okay. Na dann, benutzen wir mal die gute Bahn. Hallo? Muss ich von hinten in dieses Gebäude hinein. Von hinten hinein. Okay. Ja. Hallo. Du siehst aus wie so eine Zukunftspuppe, die ich schon mal gekillt habe und die nichts konnte. Da unten ist ein Stargazer. Ja, perfekt. Zip. Oh nein. Da hinten sehe ich schon wieder neue Gegnertypen. Hallöchen! Kuckuck! Einfach nur, damit sie offen ist. Was mache ich nochmal hier? Hier waren irgendwelche Leute, denen ich helfen konnte oder sowas, ne? Da geht's zur großen Ausstellung, da auch. Da ist dann eine Abkürzung. Okay, das heißt, ich muss erstmal hier lang. Komm du erstmal her, damit du den Kampf gleich nicht störst gegen dieses komische
Was auch immer. Ey, okay, warte. Komm her. Saubazi. Was zum Teufel? Okay. Aua, reicht. Mach mal nicht. Ach, na bitte. Mann, 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 Mann. Ja, diese Türen kann man nicht aufmachen. Hi, und du so? Naja, er hat Loot beschützt. Halbmondstein, cool. Level Upgrade für die Waffe. Apropos, ich meine, das ist ja ganz nett. Aber die ist halt ein Level höher, ne? Und die könnte ich jetzt, glaube ich, dann mal auf 8 hochleveln, deswegen. Ich finde die Feuerwehr-Axt einfach cool. Immer noch. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und dass ich sie anzünden kann, ist noch viel besser. Ja, ich habe dich gesehen, Kollege. Ach nee, das ist doch hier alles schon wieder... Eine miese, miese, miese Gemeinheit ist das hier. Kann ich den bewerfen? Habe ich was zum Werfen? Ist das was zum Werfen? Ich glaube, das ist was zum Werfen, oder? Okay, Mist. Kuckuck. Oh Mann, ich glaube, meine beste Option ist hier irgendwie durchzurennen. Weil diese drei zu bekämpfen... Die schlagen mich dann mit ihren Bomben. Und dann werfen die ja jeweils 3 Stück hintereinander. Das ist voll mies, ey, wie die hier aufgestellt sind. Einfach nur super gemein. Ich renne da jetzt gleich vorbei. So, sobald der da hinten aus dem Gang raus ist. Und los geht's. Oh, da hinten geht dann eine Treppe auf, okay. Eine Brücke. Technikkurbel. Oh, warte mal. Da ist eine Leiter. Wo geht die hin? Zu der Tür. Was ist hier unten? Auch wieder so ein Elektroboy. Na komm, ey. Ich werde ja wohl irgendwie die nächste Abkürzung drinnen freischalten können. Nee, wait. Oben lang. Nicht wieder da rein. Ja, der Gegner gefällt mir schon besser. Easy. Und erstmal auf die Fresse kriegen. Erstmal auf die Fresse kriegen.
Schon wieder so verdient hier, ne? Einfach vorher mit Easy. Unglaublich. Warum? Warum sage ich sowas? Nee. Ah, ihr seid mies, ihr seid mies, ihr seid mies. Okay. Säurekanister. Moment. Moment. Das könnte hilfreich gegen den sein. Was? Er hat's. Wow. Okay. Feuer? Ja, Feuer. Hoppala. Ja, das ist jetzt natürlich echt eine miese Nummer hier, Jungs. Nee! Hoppala. Nein! Ach! Wow. Okay, jetzt weiß ich, warum ich mir hätte die Tür da hinten aufmachen sollen. Scheiße. Ah! Oh Mann, voll gefailed. Shit. Ich werde aber nicht. Ich muss hier durch ohne. Ich muss irgendwie an dem vorbeikommen. Und dann von da oben. Komme ich irgendwie da runter wieder, oder? Um hier die Brücke zu öffnen. Ah, die fährt von oben nach unten. Das war ja mal ein hammerharter Fail hier. So, hätte ich sie mal vorhin besiegt. Aua. Alles gut. Nichts passiert. Mach ich mir jetzt das Tor da unten auf? Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Ich muss nur aufpassen, dass der Elektro-Boy da unten... Weil der respawnt ja eh. Dass ich irgendwie eine gute Position zu dem hab. Komme ich hier noch irgendwo hin? Gibt's hier Loot? Oh, eine Kiste. Was ist hier drin? Quarz. Geil. Nee, jetzt hast du mich bemerkt. Scheiße. Ach, dann muss ich kämpfen. Ey, ich hasse ihn. No, ach. Dann halt nicht die Tür aufmachen, dann lassen wir sie halt zu, gehe ich halt nicht darunter. So ein Mist, ey. Och, das ist voll mies hier. Oh, da liegt was Süßes. Schnauze jetzt!
Hi. Oh, den links vergessen. Ja. Ja, was machen wir da jetzt, mein Großer? Ich vermute, wir machen das. So, jetzt zu dem links. Wo ist er? Da. Hier war doch noch einer. Da ist er. Okay, also, was mache ich mit euch? Einen nach dem anderen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was nochmal mit diesen Schildtypen war. Ich weiß nur, dass ich die schon mal in Dark Souls 2 gesehen habe. Und er hat einen ziemlich spitzen Boppes. Gut. Ich muss, weil ich den ja oben bekämpfen muss, muss ich mal gucken, was der so macht. Aua. Aua. Kannst du mal kurz... Aua. Aua. Ja gut, also hier unten ist der zu besiegen, indem ich einfach hin und her laufe. Aber wie besiege ich den da oben auf der... Hallo. Ich würde gerne diesen Schalter von hier aus betätigen. Das wäre cool. Warte mal. Ich muss es mir ja nicht schwerer machen, als es ist. Ich bewerfe den jetzt mal da oben mit einem fetten Zahnrad. Da ist nämlich schon mal einer weg. So, der andere steht über mir. Okay, aber trotzdem macht es ja Sinn, dass ich da unten dieses Ding aufmache, ne? Ich versuch's jetzt einfach. Und vorbei. Upp. Und wieder rauf. Kommt nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass er hier hochklettert, ehrlich gesagt. So.
Jetzt zu dir. Ah, dann haben wir jetzt die Boys hier. Zoom. Wait. Hier redet jemand. Okay. So, nun zu dir. Wie machen wir's? Ah, Hilfe. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Kannst du bitte runterfallen? Das wäre super. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, shit. Ach, come on. Voll mies da oben, ey. Okay, aber jetzt kann ich ja mit vollen Gedöns mich hier vorbeischleichen. Ja, alles gut. Nee. Ach, er trifft mich. Der Hundling. So. Also ich kann hier eigentlich gerade nach hinten laufen. Ich muss ihn auf jeden Fall hier nach hinten locken. So bis hierher ungefähr. Nein! Ist das dumm. Dann einfach an ihm vorbeirennen. Ist das eine Scheiße. Ah, oh Mann. Geht hier noch irgendwas? Nee. Nein, er hat mich bemerkt. Ah, shit. Aber diesmal reicht, dass ich hochlaufe, weil er zwischengeschlagen hat da unten irgendwo. Nun, die Abkürzung war schon sinnvoll. Dass ich hier nicht jedes Mal den Quatsch da bekämpfen muss. Pfeif auf das Ergo, ganz ehrlich. Hey, der lebt ja noch. Ha. Braucht er tatsächlich 4 Hits. So, jetzt nochmal. Also, wie machen wir das hier mit dir? Nee, kommst du nicht? Doch, jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Sehr gut. So. Und los geht's. Das hier ist echt auch so eine miese Nummer hier, dass zwei von diesen Schweinebacken hier rumstehen.
So. Erledigt. Das Zeug brauche ich halt nicht, ne? Geht hier noch irgendwas? Nee. So. Genau. Jetzt kann ich außenrum hier rüberlaufen. Muss nur noch an dem einen Schildfuzzi vorbei, aber das hier lang. Das geht klar. Säureschleifmittel. Okay, das klingt allerdings ganz geil. Nee. Er ist auf dem Gipfel des Lebens steht, aber der Champion Victor kehrt zurück. Okay, ihr seid nur Puppen. Hoffe ich doch. Also Puppen, Puppen, unbewegliche Puppen, Puppen. Richtige Puppen. Aha. Nope. Oh, da kommen welche. Oh, 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 oh. Leute, 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 wartet kurz. Da kommen. Oh Gott, wo kommt ihr denn alle her? Jetzt hast du die Tür da aufgemacht. Echt jetzt? Shit. Oh, muss der die Tür aufmachen, wenn ich da mit dem einen beschäftigt bin und mich erschrecken. Auf einmal stehen da vier Leute. Oh. Also das ist ein mieses Gebiet hier. Echt fies. Gefällt mir nicht so, was hier passiert. Ja, weißt du was? Ist mir alles egal jetzt hier. Komm. Speed. Komm, hau mich. Jawohl, perfekt. Dann bist du nämlich zu langsam, um mich hier zu treffen. So. Dann unten rein, links über die Brücke. Irgendwie an dem hier vorbei, der hier steht. Ach, guck mal, der läuft vor mir weg. Das ist genau richtig so. Wunderbar. Und schon sind wir wieder hier. So. Ja, und er sägt da unten wieder den Eingang auf. So, du wachst 100 pro auf. Ja, ist schon klar. Explodiert, ne? Eigentlich will ich ja nur die... Ah, da ist noch eine Kiste, ne? Ah, Mist. Legion Kaliber. Okay. Ja, nicht in der Ecke, nicht in die Ecke! In die Ecke gedrückt worden. Geil. Hau mich einmal. Will nämlich nicht, dass du mich auf der Leiter hittest. Dankeschön. So. Nochmal. Jetzt habe ich die Kiste und den anderen Loot. Jetzt muss ich ja nicht mehr diese komischen
da links hier unter mir muss ich die jetzt nicht mehr aufwecken, deswegen leiche ich mich jetzt direkt an den Eingang hier. Komm mal rauf. Wichtig. Ja, ist ja gut jetzt. Och ja, jetzt hast du natürlich in dem Moment. Danke. So. Oh Mann, hey. Den da hinten will ich gar nicht aufwecken, das ist alles Quatsch hier. Ah. Gut. Welche von euch Saftnasen wacht noch auf? Du? Oder du? Nee, gut. Was ist das denn hier? Sieht nach ganz wilden Experimenten aus. Das sind doch keine Puppen, das sind Menschen. Hier wurde hart rumexperimentiert. Und wer ist er? Du bist eine Puppe auf jeden Fall. Oh, der Riddler wieder. Zeit für ein Quiz. Ja, okay. Das heutige Rätsel ist nicht glasklar und wenn du versagst, bist du in Gefahr. Antworte richtig oder tanze mit dem Tod. Beim Rätselkönig ist die Gefahr das Gebot. Hör den Worten des Königs gut zu, ansonsten oder sonst wirst du aus dieser Antwort, wird aus dieser Antwort kein Schuh. Ach, wer gedenkt, der versteht. Was kann nicht benutzt werden, bevor es kaputt geht? Ja. Eine schwierige Frage. Deine Ausstellung musst du gehen und alle 10 Fingerspitzen der Frau der Kälte sehen. Schau genau hin, bevor sie dir entgeht. Dann sind wir hier fertig, so wie es steht. Sehen Sie sich die Fingerspitzen der großen Frau. Also, wir halten mal nach einer großen Frau Ausschau. Gut, mach ich. Ah ja. Wow! Junge, was ist das denn? Er hat ein Maschinengewehr. Er hat ein Maschinengewehr. Schweinerei. Zehenspitzen der großen Frau, ja, das sieht doch gut aus hier. Aha. Greifbaldigkeitsschlüssel. Nice. So, hier unten war auch so ein Maschinengewehr-Fuzzi.
Und da sind noch mehr davon. Eieieiei, ganz schlecht. Und da drüben irgendwo. Wo ist er jetzt hin? Ah, da. Aua! Ey, auf ein Maschinengewehr habe ich ja so keinen Bock jetzt. Was hat denn das in diesem Spiel verloren? Da oben gibt's noch Zeug. Da ist auch irgendwer. Hier in der Bahn gibt's noch Zeug. Aber ich habe sowieso immer viel zu viel von diesem Loot. Meine Vermutung ist, dass es da hinten weitergeht. Deswegen gucke ich mal ganz kurz hier rauf. Da oben sind Gegner. Stopp! Nicht so cool. Okay. Störung killt mich instant, deswegen war das jetzt gut, dass ich da... Niemand weiß, wann eine organische Verbundstruktur namens Crowd ihre Wurzeln in Krat schlug. Okay. Verbundstruktur Crowd. Legionsstecker. Okay. Gut. Weiter im Text. Das ist hier alles. Du benötigst den Schlüssel, Galerie, Heiligenstatue, okay. Das sieht nach Kampfgebiet aus. Ah ja. Da haben wir ihn. Junge! Stopp! Bane! Wir haben Bane! Es ist Bane! Ah, er dreht sich noch zweimal in der Luft, bevor er trifft. Oh! Nope. Nope, 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 nope. Nope. Finde ich nicht so geil. Ach, come on. Ich wusste, dass es nicht durchgeht. Scheiße. Wichtig jetzt. Auch für den Heal. Gut. Gut, 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 gut. Stimmt, die droppen ja manchmal so geilen Scheiß, wenn man die killt, ne? Ja. Keine Heilung mehr, das ist schlecht. Aber ich habe die Vermutung, ja, genau das. Robuste Gradversorgungskiste, nice. Ja, bin ich jetzt... Oh, Boss. Bossgebiet. Alles klar. Ja, dann gucken wir doch mal an.
Ergo, Herzen verbinden Gehirne durch Wellenlängen. Okay. Jungs, keine Zeit für euch. So, dann mal los. Bitte zuhauen. Bitte zuhauen. Ja, passt. Okay. Ah, hier gibt es irgendwo noch ein bisschen Loot vielleicht. Da oben drauf, auf der Galerie oder so. Alles easy. Okay, so. Was bist du? Nochmal Bane. In dicker. Victor, der Champion. Okay. Irgendwer hat, glaube ich, mit dieser seltsamen Krankheit rumexperimentiert. Ganz schön wild rumexperimentiert. Wow. Okay. Zweimal. Zweimal, dreimal. Arm Gottes. Okay. Alles klar, let's go. Hier sind die Timings wieder ein bisschen anders. Die Verzögerung ist nicht ganz so groß. Ich muss schneller drücken. So, Victor. Bisschen massig geworden, hä? Ja, den muss ich auch ein bisschen üben. Ich hoffe nicht, dass der zwei Phasen hat. Dass ich mir jetzt eine halbe Ewigkeit die erste Phase beibringe und dann wieder eine halbe Ewigkeit. Das wäre übel, übel. Aber wir werden es rausfinden. Okay.
Warum habe ich nur noch 4286 Ergo? Habe ich die vorhin nicht mit ihm aufgesammelt gehabt, als ich reingelaufen bin? Ha. Huh. Bisschen später. Ja, okay, wenn er so schreit, muss ich weg, weil da will er mich packen. Uff, viele verschiedene Angriffsmuster, viele, viele verschiedene Angriffsmuster. So, gut, also ja, bis jetzt würde ich sagen, das ist ein spaßiger Kampf, der da passiert, auf jeden Fall. Aber während dem Kämpfen, ich bin da immer ruhig, ich bin hochkonzentriert, Leute. Während solchen Kämpfen, ich weiß nicht, gibt's, also gerade beim ersten Mal sowas üben und erfahren und spielen, gibt's glaube ich nicht viele, die dann auch noch nebenher quasseln können. Respekt, wer das hinkriegt. Ich denke, wenn man einen Gegner so langsam mal drin hat und die Angriffsmuster einfach auswendig kennt, ist das auch nochmal was anderes. Mist. Shit. Na, ich bin zu weit weg. Ey, komm. So off-timing, wie ich hier gerade bin, das gibt's nicht. You're not open yet. I am the chosen one.
Yep, das war gar nichts. Der wird noch ein bisschen geübt werden, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und damit sage ich danke fürs Einschalten. YouTube, bis zum nächsten Mal. Tschüss.